Knöchel Hygieneservice, Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Tatortreinigung. Knöchel Hygieneservice, mit Sicherheit sauber. Und damit herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans in der Nordhessen Arena, wo die Kassel Huskies bei Spray TV live die Krefeld Pinguine empfangen. Zur vierten Begegnung, das Traditionsspiel. War Unsicherheit von Maurer und dann Pixel, nachdem er sich da selbst in die Tribüne gebracht hat. Hello. Berger, Ryan Schwartz, ja, guck, landet dann bei Maurer die nächste kleine Unsicherheit. Huskies müssen dann auf Kosten eines Icings befreien. Der Grusel vom Tor ist dann Schicht. Nächste Scheibe, die Joey Colson Richtung Tor bringt, halb hoch, aber da war der eigene Mitspieler im Weg. Hier haben wir dann der Scheibe Valenti. Aber Felix Pick sagt nö. Guter Abschluss und auch gleichzeitig guter Save. Was weiß, gefährlich. Scheibe dann von Müller weggenommen. Die Helm am Eis. Colson wieder am Gestänge, diesmal glaube ich außen vom Tor. Wieder Colson, wieder Gestänge. Abgefangen da von McDonald. Er setzt sich da auch gegen Weidner durch, aber Weidner dann gut zurückgearbeitet. Schuss kommt. Tolles Duell da zwischen den beiden. Volle Gewinn für die Huskies. Jake Weidner holt sich den Puck. Schuss von Botnarczak. An einem Schlittschuh abgebreitet. Und jetzt die große Chance für Lessio. 1-0. Philipp Maurer erst zur Stelle. Aber in zweiter Instanz dann überwunden. Tor auch angezeigt. Also scheint ja gegeben worden zu sein. Matt Marchenu im Nachschuss. Ja, eigentlich gute Parade da, bei dem Strecken hat er sich bestimmt dann... Der Buschmann. Matt Marchenu. Scheibe vor dem Tor, Lessio und Maurer mit dem Save. Scheibe dann bei Philipp Maurer unter dem Pad und da schützen die Huskies natürlich ihren Goalie. Vorbei an Brian Olsen. Czerny mit dem Versuch auf den Rebound. Maurer ist aber da. Huskies weiterhin in der Aufstellung. Rebound ist da. Der Scheibe ist bei und im Tor. 1-1 durch Carson McMillan. Ganz hart erarbeitetes Tor. Im zweiten Rebound, glaube ich, Valenti mit dem Schuss den Big nicht festhalten kann. Dann ist es Weidner und im Endeffekt drückt McMillan die Scheibe dann über die Linie. Wichtiger Treffer aus blau-weißer Sicht. Ja, springt dann hinter Big und da sehen wir es, McMillan. Marco Müller bringt die Scheibe tief, landet dann beim Arsenal. Lucas Lessio nimmt den Abschluss. Maurer diesmal energisch zugepackt. Colson versuchte den Pinch da. Tor durch Krefeld, Dennis Müller schweißt da ein, relativ unvermittelt da der Treffer, zieht da einfach ab und lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, dass er da von den Beinen geholt wurde und dann, ja, schöner Schuss. Schwartz. Wieder nächste gescheiterte Einzelaktion, schwacher Auftritt. Und die Gelegenheit und das Tor von Alex Weiß, der Goldhelm im Bruderduell. Und da ist die Freude natürlich groß. Irgendwie dem gönne ich es auch, muss ich wirklich sagen. Fährt jetzt da auch Richtung eigener Fanblock und macht da nochmal Stimmung. Und auch Lucas Lessio feiert es natürlich auf der Bank. Der ist sich ja bewusst, dass das blöd ist, so kurz vor Schluss dann doch nochmal eine Strafe zu ziehen, auch gerade wenn du in eigener Überzahl bist, deswegen die Freude umso größer und nachvollziehbar. Der Puck springt Valenti da über die Kelle und Krefeld kann sich über 3 Punkte freuen. Wir sagen Glückwunsch ins Rheinland dazu.
Nöchel Hygieneservice, Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Tatortreinigung. Nöchel Hygieneservice. Mit Sicherheit sauber.